Jai, Kariba, und damit herzlich willkommen zur Folge 800. Wuhuhuhuhuhu. Ja, herzlich willkommen, ihr seht schon, wir sind hier gerade am Rumfliegen. Das muss ich kurz erklären. Und zwar habe ich die Folge 800 mittlerweile schon zweimal aufgenommen. Hey, Applaus. Und der Grund, warum wir jetzt wieder hier sind, ist, dass sie auch zweimal kaputt gegangen ist. Hey, Applaus. Ja, und deswegen dachte ich mir, ich löse das jetzt anders, da ich nicht die Zeit habe, diese Folge ein drittes Mal aufzunehmen, denn die beide Male eine Stunde ging. Und ich jetzt kurz vor, also heute kommt 799 raus. Ihr könnt euch also vorstellen, dass ich ein bisschen Probleme habe gerade mit Aufnehmen. Zudem habe ich auch schon weiter aufgenommen, also in der Hauptwelt sind wir schon bei Folge 712 oder so, glaube ich. Da habe ich schon ein paar neue Folgen aufgenommen, deswegen habe ich mir jetzt einfach mal eine Kopie der Welt geschnappt hier. Ich bin hier im Kreativmodus, ihr seht schon, das ist die Kopie, in der ich das alles mal ein bisschen ausprobiert habe, wie es funktioniert und wie es geht und ja, und hier sieht das alles ein bisschen schön aus, aber wir haben das ja sowieso schon zum großen Teil nachgebaut und deswegen dachte ich mir, wir machen jetzt einfach mal hier nochmal ein bisschen Action. Ich erkläre kurz, was nun in Folge 800 passiert ist, weil ich das im Nachhinein dann noch einmal in achtfacher Geschwindigkeit für euch einspule, damit ihr nochmal eine lustige Begegnung habt. Und zwar habe ich ich kann das mal ganz kurz hier in der Welt zeigen, ich kann mir mal ganz kurz einen Geschwindigkeitstrank. 40%, 20, 40, 40, 40 nehme ich. So, dann machen wir das mal. Und dann zeige ich euch mal ganz kurz, wo ich das gemacht habe. Und zwar bin ich dann hier hinter geflogen. Und habe ja hier an unseren schönen Feldern vorbei, bla 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 bla. So. Schöner Wasserback da hinten übrigens. Wir sind dann hier so lang geflogen, bla bla, das werdet ihr dann alles sehen. Und haben dann auf dieser Wiese hier drüben den Wither gespawnt. Problem, was ich nicht wusste. Ich hatte eine super Ausrüstung, ihr kennt die Ausrüstung ja bereits, hier haben wir uns zusammengesucht. Der Wither war nicht tot zu kriegen. Ich habe bestimmt 40 Minuten lang mit dem Wither versucht zu kämpfen. Die Wiese sah danach wie ein Schlachtfeld aus, es war alles weggesprengt, die halbe Wiese war Schrott. Dann habe ich, irgendwann bin ich dann gestorben, als ich versucht habe, ihn wirklich down zu bekommen. Dann ist der Wither hier hinter geflogen, dann habe ich hier hinten mit dem gekämpft beim nächsten Mal. Dann habe ich irgendwann die Fresse voll gehabt, habe ihn im Kreativmodus getötet. Ich habe zwischendurch sogar Goldäpfel gecraftet aus richtigen Goldblöcken, habe mein gesamtes Gold, was ich besaß, dafür verschwendet. Irgendwann hatte ich dann den Schnauze voll, habe dann den Wither mir geschnappt, im Kreativmodus getötet, bin dann, ist das hier oder wo war das? Irgendwo ist hier eine kleine Schlucht gewesen. Irgendwo hier ist eine Schlucht, wo ich reingesprungen bin. Ja, nu? Das war doch hier irgendwo. Ist das die? Ne, hier ist es nicht. Da war Wasser drin in der Schlucht. Wasser in einer Schlucht? Wasser. Oh, warte, das ist ja... Ist die? Ist es die? Ne, keine Ahnung. Es war in irgendeiner dieser Höhlen. Habe ich mich dann eingegraben, habe den Wither da gespawnt und habe in der Höhle mit dem Wither gekämpft. Da ist natürlich ganz anders ausgesehen. Da konnte er nicht... Das Problem ist halt, ich stand hier, ne? Also auf dem Boden. Und der Wither war immer irgendwo hier oben. Hat mich bombardiert mit seinen Scheiß... Mit seinen Schokoladen hier. Bum, bum, bum. Ich schau dich mit irgendwelchen Dingern voll. Und du kommst nicht mit deinem Bogen... Also mit dem Bogen mag ich schon, aber da... Der war auch so schnell wie ich, also ich konnte mich auch nicht umdrehen oder so und schießen, sondern ich musste immer rennen, einen Schuss abgeben, rennen, einen Schuss abgeben. Dann hat er sich noch regeneriert und irgendwann hatte ich die Schnauze voll, da habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Dann haben wir den Blatt gemacht, bla bla bla, haben den Star getroppt, so, dann trinke ich mal ganz kurz nochmal einen Drang. So, Speed. Dann habe ich den Star bekommen. Dann sind wir, Moment, Time, Set, Day. Time. Set.
Day. Help? Ask whatever intended exists me action. Seed tell. Aha, toll. Auf jeden Fall, um nicht zu, um hier irgendwie so bla 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 bla, haben wir dann ein Blatt gekriegt und sind dann letztendlich zurückgegangen. Und dann hatte ich eine zweite Aufnahme gemacht, in der ich meine gesamte Welt in die Luft gesprengt habe, so aus Spaß, wo ich mit dem Wirrwarr gekämpft habe und so. Und ich dachte mir, man könnte eventuell sowas ähnliches nochmal machen. Und darum werde ich jetzt den Wirrwarr hier irgendwo spawnen, wo er nicht weg kann. Und dann werden wir hier mal so richtig auf die Bambula hauen, würde ich sagen. Wir könnten doch eventuell den Wirrwarr... Wir könnten den Wirrwarr doch eventuell... Nee, kommt er weg. Es ist doof. In der Höhle kann ich ihn auch nicht spawnen, weil da komme ich nicht mehr ran an den. Wo spawnt man ein nerviges kleines Vieh? Ah, Moment. Hier ist zwar alles kaputt, aber der Wirrwarr kommt hier trotzdem nicht raus. Wenn ich ihn hier spawne, oder? Wie ist das? Ich könnte den doch einfach... Ich habe doch hier irgendwo... Irgendwo habe ich den gespawnt hier. Dass der nicht wegkam. Wo war denn das? Wo war denn das? Ist jetzt eine sehr experimentelle 800. Folge, aber ich finde es jetzt eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, morgen muss die Folge auch raus, also es darf jetzt auch nicht schief gehen in der Folge. Es tut mir sehr leid, dass die erste Folge wirklich kaputt gegangen ist. Ich fand die sehr lustig, was ich da für Mist gelabert habe zwischendrin, aber leider, ja, war es halt nicht so geworden, wie ich gehofft hatte. Okay, das sieht ganz gut aus. Wisst ihr was? Ich spawn den jetzt einfach hier. Wir brauchen Wither Schädel. Ich gehe natürlich in den Kreativmodus. Nicht in den Kreativ. Wir brauchen Wither Schädel. Wir brauchen Seelensand. So, weil ich es einfach kann, nehme ich mit einfach mal so ein paar lustige Items, die ich schon immer mal ausprobieren wollte. Und zwar kämpfen wir mit. Wir kämpfen mit einer Diamantrüstung natürlich, damit wir nicht auf die Fresse kriegen. Die tue ich jetzt aber nicht verzaubern, weil wir werden sicher eine Menge unfaires Zeug haben. Wir werden mal einen Goldapfel mitnehmen. Oder wir nehmen so zwei Goldäpfel, drei Goldäpfel mit. Wir werden auch mal. Wir werden einfach mal einen Trank der Schwäche werfen. Wir können auch einfach mal einen Trank der Vergiftung. Ich will ihn werfen. Mach so ein paar Wurftränke. Wir können auch mal. Ja, wir können auch. Wurfbarer Trank der Unsichtbarkeit ist, glaube ich, keine sehr intelligente Idee. Ich könnte mal mitnehmen. Vielleicht wird es ja doch lustig. Moment, da muss ich aber ganz kurz mal vorher die Rüstung anziehen, sonst habe ich hier keinen Platz. Moment, wurfbarer Trank der Unsichtbarkeit. Könnte ich dann nachher mal ein bisschen was experimentieren. Wir sind nicht, also das ist nicht alles, was ich jetzt mache. Ich habe noch ein paar Dinge vor. So ist es ja nicht. Es wird noch ein bisschen lustiger. Erfahrungsfläschchen. Wir nehmen mit. Ich würde gern den Windfloret benutzen. Was ist das denn? Pirate Sword, more Skeletons. Ach so. Wie macht man das denn? Das können wir gleich mal gucken. Und dann will ich, wenn ich einmal dabei bin, will ich mal es ausprobieren. Wie viel Schaden macht das? Wir nehmen mal ein Stärke. Nee, ich will eigentlich ein Plünderung gucken und will mal gucken, was passiert, wenn ich mit Plünderungsschwertern. Moment, da brauchen wir noch einen Amboss. Ja. Muss ich mal gucken, was passiert, wenn man mit Plünderungsschwertern auf das Vieh. Das ist so schreibt man Amboss übrigens.
auf das Vieh einschlägt. So, dann stelle ich mir den Amboss hin. Dann nehme ich mir mal dieses Schwert und nehme das Verplünderungsschwert da, bla. So, probieren wir das mal aus. Der Amboss kann dann weg nachher. Dann platziere ich jetzt hier mal 1, 2, 3. Das ist super. 3 und 1, 2, 3. So, da kommen dann schon mal 1, 2 Köpfe drauf. Dann kann das weg. Dann kann ich jetzt in den... Moment, da muss ich glaube ich in LAN öffnen wieder vorher, weil ich in meine Welt immer auch in LAN mache. So, dann können wir in den Game Mode 0 gehen. So, das ist natürlich das Pirates Board. Da will ich mal ganz kurz gucken, wie das geht. Clear. Set Item. Da muss ich wahrscheinlich so einen dieser Knochen nehmen, ne? Da. Nee. So nicht. Wo ist dieses Pirate Sword? Anknau Item? Ist es vielleicht eines dieser Anknau Items? Weil hier ist es ja logisch irgendwie nicht dabei, ne? This is a placeholder for items that don't exist. Wägeplatte und Leder. Das wird bestimmt nicht das Pirate Sword sein, sollte es existieren. Set Item. Und das da. Wird definitiv auch nicht das Sword sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie... Hä? Wo ist das denn dann? Pirate Sword. Frozen Bone gibt's auch? Macht man Eis draus? Wo kommt der denn her? Das ist ja interessant gerade. Freut mich, dass wir das gerade in der Folge 800 klären. ich bin leicht verwirrt. Ich sehe das Pirate Sword aber auch nicht. Und von dem Fruit Ball wusste ich auch noch nichts. Interessant. Okay, dann können wir den wahrscheinlich auch finden. Ist ja jetzt auch egal. Wir sind jetzt sowieso im... Genau, wir sind jetzt in dem Modus. Wir nehmen jetzt uns die drei Tränke. Wir haben den letzten Kopf. Wir schlucken dann gleich einen Apfel. So. Wie lange hält das? Das hält eine Weile. So, und jetzt klopfen wir einfach mal auf das Vieh ein. Und dann werden wir mal ein bisschen hier so... Ach ja, witzig. Stopp, 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 stopp. Au, 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 au. Au, 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 au. Stopp, 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 stopp. Au, 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 au. Okay. Erstmal kurz noch ein. Damit wir ja nicht sterben. Stopp. Ich kritte dich gegen die Wand, du dummes Vieh. Ja, stopp. Ich nehme mal das andere Schwert. Nein, das. Genau das. Genau. Oh, oh, drauf, 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 drauf. Oh. Ich will gucken, ob du mehrere droppst. Ich will gucken. Ich will gucken. Ich will gucken. Weh, das hat mir der Minecraft-Download wieder nicht hingehauen. Dann raste ich aus. Der Grund? Nee, er droppt nur ein. Ich glaube nicht, dass das Ei von ihm ist. Dann gehen wir mal zurück in den Kreativmodus. Also, so ungefähr würde der... Also, ihr seht schon... Was? Achso, es geht mit dem Shirt. Mit dem Shirt, dann geht das ja nicht. So ungefähr würde das aussehen. Ihr seht schon, das ist echt mega schwerer Kampf gewesen gerade. Und da habe ich gerade mehr oder weniger... durch den Apfel eigentlich keinen Schaden bekommen. Wenn ihr einen Tipp habt, wie das ohne Apfel geht, dann sagt es ruhig. Ich habe jetzt noch was Lustiges vor. Und zwar, wie wäre es denn, würde man sagen mal, man könnte doch eventuell so ein bisschen rumtrollen und einfach mal hier... Na, warte, dann tun wir mal hier ganz kurz das weg und dann nehmen wir uns mal ganz kurz ein. Moment. Seelensand. Ne? Also, nun mal annahmeweise, man würde Seelensand nehmen und man würde einen Wiffer nehmen, dann könnte man doch so ein bisschen hier so
ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie vorhätte zu übertreiben oder so. Es ist also vollkommen legitim, was ich gerade tue. Das macht auch Spaß. Das wird jetzt... Alter, wenn jetzt mein PC abkackt, ne, dann wisst ihr warum. So, man muss aufpassen jetzt, dass ich das erstmal nur am Rand mache. Sonst geht hier gleich die Post ab, bevor ich das will. Ja, noch. Alter, Alter. Oh mein Gott. Lass mich raus. Boah. Ullalala. Was ist denn das? Und das gibt mir noch. Das können wir noch bestimmt noch. Oder. Achso, das geht nicht, schade. Ich dachte, ich kann noch Ender Dragon spawnen, aber wir können doch bestimmt ein paar lustige Dinge noch spawnen, oder? Wie sieht das aus? Wir können doch bestimmt mal gucken, was passiert, wenn wir einfach mal Lohn gibt's hier noch und dann haben wir hier noch Hexen. Hexen ist glaube ich auch eine coole Idee. Achso, hier geht das nicht. Kriegen sich ja dann auch, glaube ich, ja? So, was haben wir hier noch? Dann haben wir hier noch ein paar Spinnen. Spinni, 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 Spinni. Wo sind die hin? Spinni, Spinni, Spinni. Lalalala, Spinnen, so viele Spinnen, so viele. Warte mal, hier haben wir noch Lohn, 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 Lohn. Ich frage mich, ob die Lohn angreifen. Und ich frage mich, ob man meine Stimme überhaupt noch hört. Oh mein Gott. Jetzt gucken wir noch, wir haben auch noch Hexen. Hexen, Hexen, ich finde in dem Mod sehen die Hexen irgendwie am geilsten aus. Also, jetzt geil im Sinne von cool. Hexen, wir brauchen Hexen, wir brauchen Hexen. So, der Viper werden angegriffen, sehe ich gerade. Was haben wir jetzt hier? Trank der Unsichtbarkeit. Geht das? Lol, ich werde ja unsichtbar. Kann man hier Trank der Schwäche? Boah, wie auch in einer Tour da durchkommen. Oh ja, die machen wir schon ja die Viecher. Und dank der Vergiftung. Oh, oh, oh. Jetzt gehen sie aber ab hier. Jetzt gehen sie aber ab. Greifen sie sich gegenseitig an? Ich glaube ja, der kennt sich gegenseitig. Ich bin mir nicht sicher. Ist der jetzt vergiftet? Nee, gell? Können wir mal gucken, ob man vielleicht mit anderen Tränken... Das wäre mal interessant, die Frage, ob man mit den Tränken... ...sind wir auch tot bekommen. Sagen wir mal, wir hätten... ...Langsamung, Unterwasseratmung... ...Schnelligkeit, Feuerresistenz, Regeneration... ...Vergiftung, Heilung... Ich bräuchte gerne mal einen Schadenstrank gerade, wo ist denn der? Werfer-Trank des Schadens. Das sucht den gar nicht. Man kann mit Tränken also nicht auf Hüpfer drauf. Das interessiert den gar nicht. Lalalalalalala. Ist aber äußerst interessant, wie aggressiv diese Wilber auf alles losgehen, was sie finden. Boah, leck. Ja, das war's mit den Wilbern. Ich würde jetzt gerne noch einen Ender Dragon spawnen. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Ich glaube, es geht gar nicht. Ich kann mir vorstellen, man kann keine Ender Dragon spawnen, leider.
Spinne? Ich frage mich, was passiert, wenn man Slime spawnt und Slime angreifen. Slime, 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 Slime. Müssen ja unendlich viele Slimes werden, oder? Wie sehe ich das? Slime, 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 Slime. Slime, 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 Slime. Slime sind cool. Jeder mag Slimes. Slime, 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 Slime. Slime, Slime. Theoretisch müssten es ja immer mehr werden, oder? Guck mal, wie viele Slimes da einfach rauskommt. Die sind unendlich. Ich glaube, da stoßen selbst Würmer an ihre Grenzen. Gut, ich glaube mal, was so lange drauf ist, alles tot ist. Einfach immer hier, immer weiter drauf spawnen. Da will man klopfen den Baum kaputt. Boah, guck dir das an, Alter. Ja, wo sind die anderen Rivale hin? Ach hier. Slime, 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 Slime. Unendliche Slime-Produktion. Slime! Lass uns die Würmer ärgern. Also, meine lieben Freunde, ich hoffe, das gefällt euch, was ihr hier so ein bisschen gerade getestet haben. Alter, die zerlegen da alles. Krass. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hoffe, ihr hattet eure Freude. Jetzt kommt noch das Video im Endeffekt, wenn das noch 8 Minuten geht. Die Folge 800 ist etwas chaotisch verlaufen. Der Wiverkampf kommt auf jeden Fall nochmal. So ist es ja nicht. Also, da wird auf jeden Fall noch einer kommen. Was ist denn hier passiert? Hä? Kann mir einer erklären, warum es hier brennt? Okay. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also mit Folge 800. Und einen lasse ich noch ausprobieren. TNT. Dynamite! Was? Nebel? Warte mal. Also das mache ich glaube ich selber gleich an. Das machen die glaube ich gleich selber an. Das schaffen die. Und da haben sie es geschafft. Ich hatte die aber nicht wirklich interessiert, oder? Ich dachte, die kriegen da ein bisschen Schaden von. Na komm hier, das schaffen wir doch auch hier. Ja, die legen gut los. Was machen die eigentlich denn schon? Ein guck diese Lebensregeln auseinander, das ist mega unfair eigentlich. Selbst mit so viel TNT kriegst du die nicht tot. Die sterben einfach nicht. Lauf einfach weiter. Das greifen die eigentlich an die ganze Zeit. Boah, die Scheibenbälle doch hier über. Warte. Guck mal den Stein wieder hoch an, ist das geil. Weil ich längst beendet haben. Komm hier, das große Feuerwerk nochmal. Den Stein unten haben sie kaputt gemacht.
Aber da ist noch eine Menge. Lohnt sie sich gleich. Die Musik passt dazu auch gerade sehr gut. Na komm hier, jetzt ein großes Feuerwerk noch. Umso länger er braucht, umso länger wird das Feuerwerk. Also jetzt müssen sie es doch treffen, oder? Ah, immer noch nicht? Jetzt aber, komm. Jawoll! So, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Yeah! Jetzt ist so, oh, das war die richtige Welt, scheiße. Sieht voll geil aus, wenn man es da ausblendet. Thank you.
Thank you.